Aber MK8 kann ich nicht mehr spielen. Das kann man höchstens bei Hübi in den News anschauen. Aber, ey, jeden Samstag Mario Kart 8 News auf Hübi LP. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Mario Kart 8 Channel News. Und ja, heute haben wir den Mario Kart 8 Raum eigentlich komplett mit der Community gefüllt. Ich glaube, ein Finne ist noch dabei. Da dieser Juho. Sonst haben wir, glaube ich, fast nur Community drin. Sehr cool. Freut mich, dass ein einziger Tweet mittlerweile schon, ja, so viel Community-Interaktion auslöst, dass wir hier einfach direkt zusammen fahren können. Bin ich sehr froh drüber, weiß ich sehr zu schätzen und zeigt mir mal wieder, wie, was für eine aktive Community hier eigentlich hinter der ganzen Sache steckt. Sehr cool. In der heutigen Channel News geht es natürlich auch um die letzte Woche, aber vor allem geht es heute auch um den Ausblick auf die nächste Woche, weil, ja, die nächste Woche für mich persönlich sehr speziell ist und vor allem die nächste Woche auch meine, ja, mein Wochenende jetzt, meine letzten drei Tage sehr beeinflusst hat. Aber fangen wir erstmal damit an, was letzte Woche passiert ist. Allzu viel war es nicht. Eigentlich zwei große Sachen. Eine davon, ja, den Kanal betreffend, die andere eher mich persönlich. Es war nämlich so, ich glaube, am Dienstag, ja, ich glaube, Dienstag habe ich jetzt letztendlich das Video hochgeladen, wie das Geld vom Hübi Charity Stream an die Organisation überwiesen wurde, die sich dann darum kümmert, dass es in Tibet landet. Und ja, 1000 Euro waren es. Und damit ist Hübi Charity sozusagen offiziell abgeschlossen. Ich habe jetzt auch endlich alle Caps und Hüte verschickt. Mann, hat das lang gedauert. Da werde ich beim nächsten Mal, wenn ich die Hüte abgebe, aber ordentlich Druck machen, dass es dann schneller klappt. Nochmal sorry an alle, die jetzt so lange haben warten müssen. War nicht meine Absicht und sollte eigentlich auch nicht wieder vorkommen. Aber damit ist wirklich alles abgeschlossen. Die Spenden wurden überwiesen, die Hüte aus dem Shop wurden verschickt und damit ist jetzt sozusagen alles abgeschlossen. Ja, ich glaube, wie schon des Öfteren thematisiert, das Ganze war eine absolut erfolgreiche Aktion und wird safe wieder gemacht dieses Jahr. Ich weiß nicht wann, ich weiß nicht in welchem Rahmen, ob wir es wieder an Weihnachten machen, ob wir es zu einem anderen Anlass machen, ob wir wieder das... egal, aber Hübi Charity wird ein Format bleiben, was safe dieses Jahr wieder irgendwann irgendwie seine Rolle findet. Sei es in einem 24-Stunden-Stream oder in irgendwas anderem, aber wir werden wieder gemeinsam Geld sammeln und wir werden weiter gemeinsam mit diesem Kanal versuchen, Gutes in der Welt zu erreichen. Und die zweite Sache, die so ein bisschen, ja, meine letzte Woche geprägt hat, bevor ich jetzt zu dem komme, was nächste Woche ist, war, dass ich von Dienstag bis Donnerstag eine sehr, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, nachdenkliche Phase hatte. Also eigentlich so seit September, seit meinem zweiten Lehrjahr in der Ausbildung, ging eigentlich bei mir alles straight durch. Ich war immer fokussiert auf Handball, YouTube, Arbeit, war so voll mein Ding, mit Kumpels am Wochenende was gemacht. Und ich war eigentlich immer glücklich, also selten, dass ich mal irgendwie down war. Aber letzte Woche, Dienstag bis Donnerstag, war ich irgendwie richtig, richtig fertig. Und ich kann euch nicht sagen, woran es liegt. Ich kann es euch wirklich nicht sagen. Ich war richtig demotiviert. Ich hatte null Lust aufzunehmen. Lag nur im Bett rum, war total unproduktiv. Keine Ahnung. Also es war einfach mal so ein emotionaler Einbruch für drei Tage. Ab Freitag ging es dann wieder. Jetzt ist auch wieder alles super. Wochenende ultra cool, hat Spaß gemacht. Aber ich kann nicht sagen, woher das kommt. Es ist vielleicht der Winter. Wir befinden uns jetzt am Ende des Winters, sprich, wir haben den Großteil des Winters schon hinter uns, aber das heißt auch, dass der Winter schon sehr lange auf die Laune drückt, diese ewige Dunkelheit, die Kälte. Das heißt, wir befinden uns jetzt dann langsam in dem Stadium, wo der Winter bald vorbei ist, aber wir auch schon den meisten Einfluss des Winters auf uns haben wirken lassen. Der Winter ist etwas, der wirklich, ja, sehr stark auf mich wirkt, also der hat schon großen Einfluss auf meine Laune. Letztes Jahr war der Winter ja richtig mies für mich. Da kam noch die ganze Sache, diese Beef-Sache mit Thomas Gellon dazu, was mir das Ganze auch ein bisschen auf YouTube die Laune verdorben hat, wo ich halt auch selber schuld war. Aber auch so wirklich so allgemein, weil ich letztes Jahr im Winter sehr, sehr depri und down und habe extrem viel nachgedacht. Ich bin eigentlich dieses Jahr wirklich sehr gut gelaunt durch den Winter gekommen. Das ist aber, glaube ich, auch dem geschuldet, dass einfach YouTube mir so eine klare Linie im Alltag gegeben hat, in meiner Freizeit. Weil ich einfach so fokussiert war, ich habe den Shop diesen Winter umgesetzt, ich habe Hübi Charity geplant, ich habe einfach Tacheles-Videos kamen, zwei, das war auch alles Herbst, Winter. Also mein YouTube-Kanal hat meine Freizeit gemeinsam mit Handball und meinen Kumpels sehr, sehr strukturiert. Und weil ich so motiviert war, habe ich mich eigentlich auch grundsätzlich immer mit YouTube beschäftigt. Aber irgendwie letzte Woche hat es mich emotional ein bisschen zerlegt. Keine Ahnung, ist jetzt auch wieder alles weg, ist es alles cool. Aber dachte ich, will ich einfach mal erwähnt haben.
weil, ja, keine Ahnung, ich finde, das könnte vielleicht den einen oder anderen interessieren, erklärt auch so ein bisschen vielleicht die Tweets der letzten Woche, wo ich auf Twitter das ein oder andere geschrieben habe, aber ist jetzt mal egal. Am Wochenende, am Samstag, hatten wir ein Handballspiel, beziehungsweise meine Mannschaft hat gespielt, ich durfte wieder pausieren, wie schon das ein oder andere meiner Leute, wir sind 3 Torhüter, aber wir nehmen immer nur 2 mit zum Spiel und wir rotieren dann mal raus und jetzt diese Woche bin wieder ich ausrotiert. Bin natürlich trotzdem mitgefahren, hab angefeuert, die Jungs haben auch gewonnen, was anderes hätte ich nicht erwartet, sonst wäre ich auf der Tribüne ausgerastet. Und danach sind wir noch fast komplett mit der ganzen Mannschaft noch in eine Bar gegangen und dann noch in eine Disco. Also kommt wirklich selten vor, dass so viele dabei waren, das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Einfach, wenn so viele Leute dabei sind, dann macht das ultra Laune. Also wirklich in der Bar, hat super Spaß gemacht, richtig gesellig. Und dann in der Disco auch wirklich ewig lang getanzt. Ich habe fast 3 Stunden am Stück durchgetanzt. Selten, dass ich so viel Energie habe. Irgendwann wird man ja dann doch müde oder so. Aber einfach nur ein saucooler Abend, der Samstagabend. Und dann den Sonntag über habe ich eigentlich fast komplett damit gewidmet, Videos zu produzieren. Genau wie ich am Freitag und Samstag noch einiges aufgenommen habe, habe ich jetzt heute schon sehr viel gerendert, geschnitten. Und jetzt, wenn ich jetzt die Channel News fertig aufgenommen habe, muss ich auch nochmal 5 Videos rendern über Nacht, dass ich dann morgen alle hochladen kann. Weil jetzt kommen wir zum Punkt, wo ich die ganze Zeit darauf hinarbeite. ich bin von heute Montag bis Freitag wieder von meiner Arbeit aus in Mülheim. War ich halt schon 2-mal. Und diesmal bin ich von Montag bis Freitag oben, allein sogar, mein Ausbilder ist nicht dabei, ich bin komplett allein oben und ja, hab dann natürlich logischerweise keine Zeit aufzunehmen. Jetzt schauen wir mal, ey Leute, das ist sehr, okay. Ich dachte schon, sie wären jetzt alle Deutsche aus meiner Community, aber da ist Alp, Klaus, Todorfs, alle dabei. Nein, also ich bin wieder von Montag bis Freitag in Mülheim oben, wodurch ich nicht aufnehmen kann, weshalb ich jetzt Freitag, Samstag, Sonntag insgesamt 14 Videos aufgenommen habe. Ich habe Freitag angefangen, die Videos für Samstag bis Freitag vorzuproduzieren. Natürlich die von Samstag und Sonntag habt ihr schon gesehen, aber ja, ich habe jetzt sozusagen innerhalb von 3 Tagen Videos für 7 Tage vorproduziert, da ich immer 2 bringe, 14 Videos jetzt gemacht. Ich weiß, für andere ist es kein Problem, aber ich habe ja doch einen gewissen qualitativen Anspruch an meine Videos und wenn ich einfach nicht fit bin, um wortgewandt zu reden, dass mir einfach die Wörter einfallen, dann kann ich nicht aufnehmen, weil dann die Videos nicht meinem Qualitätsstandard entsprechen, den ich gerne hier auf dem Kanal liefern würde. Aber es ging eigentlich, ich habe mich wirklich immer gepusht aufzunehmen und immer, wenn ich gemerkt habe, okay, jetzt fühle ich mich nicht so fit für die nächste Folge, bin ich irgendwie kurz rausgegangen, habe was gegessen, was getrunken, habe einfach versucht, mich wirklich komplett bei Energie und Kräften zu halten, dass einfach die Videos dem qualitativen Standard entsprechen, den ich voraussetze. Deswegen werdet ihr wahrscheinlich videotechnisch keinen Unterschied merken. Es wird hoffentlich, wenn alles klappt, Montag bis Freitag jeden Tag 2 Videos kommen. Ich werde die dann von Mülheim aus dem Hotel mit dem Laptop bearbeiten. Also Thumbnail einstellen, Titel und so weiter. Ich werde dann einfach Montag, bevor ich mit dem Zug losfahre, die alle in den Upload hauen, dass wenn ich dann in Mülheim im Hotel bin, die Videos schon alle online sind, dass ich sie bearbeiten kann, bevor ich sie dann für euch veröffentliche. Aber ich werde dann in der Zeit auf jeden Fall nicht aufnehmen können, aber ist auch was Gutes, weil ich dann eigentlich immer, wenn ich vorm Laptop sitze, eigentlich nur Kommentare beantworte und auf Twitter aktiv bin. Also ich werde die nächste Woche vermutlich wieder sehr aktiv in den Kommentaren sein, weil ich dann einfach sehr viel Zeit habe. Aber ich wollte einfach, dass ihr da Bescheid wisst, dass sozusagen alles, was jetzt vom Montag bis Freitag kommt, komplett vorproduziert ist. Damit halt wirklich jeden Tag 2 Videos kommen. Und das ist eigentlich auch so ein Thema, was ich irgendwann jetzt mal im Pokémon-Projekt ansprechen will, was jetzt gestern gestartet ist, mein neues Themenprojekt. Und zwar, also wie sehr man sich eigentlich als YouTuber seinen Arsch aufreißt. Also das ist ja wirklich, das ist wirklich schon fast Arbeit. Also man opfert eigentlich die Hälfte seines Wochenendes, ich will nicht sagen, ich habe nur durchgearbeitet, ich hatte natürlich auch viel Freizeit und so weiter, aber man opfert die Hälfte seines Wochenendes dafür, dass einfach sozusagen in der nächsten Woche regelmäßig Videos kommen. Das ist schon, das grenzt schon irgendwo an Arbeit und einfach mal darüber, wie viel Zeit man eigentlich und wie viel Energie man in seinen YouTube-Kanal steckt, darüber möchte ich auf jeden Fall auch nochmal in einem Themenvideo reden. Das liegt mir sehr am Herzen, ich denke, das wird in die Zeit kommen. Zum Video-Output, es wird täglich Zelda kommen, heute, ja, seht ihr gerade die Channel-News. Dann morgen 3D-Land, Mittwoch Pokémon Weiß 2, da rede ich ein bisschen über die Kommentarkultur, das ist schon der erste richtige Themenpart. Und dann Donnerstag, Freitag nochmal 2 Folgen 3D-Land und ja, damit ist dann der Videobedarf für nächste Woche gedeckt. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Ich hoffe, wie gesagt, dass ich heute noch alles hier zum Rendern und Schneiden und alles hinkriege.
Ich hoffe, ich komme vor 12 ins Bett. Na, könnte knapp werden. Jetzt ist Viertel vor 11. Ah, ich habe noch 5 Videos zum Schneiden. Ah, doch, das. Wenn ich mich beeile, bin ich vor 12 im Bett. Aber das Gute ist, mein Zug fährt am Montag erst, also für euch heute um 11:30. Das heißt, ich kann easy bis 8:30 ausschlafen. Ich packe erst auch morgen früh. Aber dann habe ich noch ganz entspannt 3 Stunden, um mein Zeug zu packen. Und allzu viel brauche ich ja nicht. Ich brauche einfach Kleidung, die ich in die Arbeit anziehen kann, von Montag bis Freitag. Duschzeug. Und das war es auch fast schon wieder. Ich denke, ich werde da oben bestimmt abends mal essen gehen. Ich werde mal ins Kino gehen. Und dann versuche ich mir irgendwie so den Tag zu vertreiben. Wenn man alleine oben ist, das kann, glaube ich, schon langweilig werden. Ich weiß auch noch nicht, ob ich vloggen soll, weil wenn ich in die Arbeit gehe, kann ich nicht so wirklich gut vloggen und einfach abends immer nur ein Vlog aus dem Hotel ist halt auch, ja, ist jetzt nicht so der Content, den ich von dem Vlog, von dem hochwertig guten Vlog erwarten würde, muss ich schauen, ob ich die Kamera mitnehme. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, ich gönne mir da einfach mal 5 Tage Auszeit, dass ich einfach 5 Tage keinen Kontakt mit Aufnehmen für YouTube habe. Weil ich glaube, dann kann ich auch wieder so ein bisschen Energie sammeln, weil durch die 3 Tage bin ich jetzt dann doch schon ziemlich ausgelaugt fürs Aufnehmen. Wenn man mal kurz an einem Wochenende für die ganze Woche täglich 2 Videos produziert, das ist schon übel. Also gibt ja auch YouTuber, die wirklich immer nur am Wochenende ihren gesamten Kontingent für die Woche aufnehmen. Ist heavy. Ist aber für mich nicht immer umsetzbar, weil jetzt, wenn ich am Sonntag nicht den ganzen Tag frei gehabt hätte, was ich normalerweise nicht habe, dann hätte ich das niemals geschafft. Weil zum Beispiel nächsten Sonntag muss ich schon wieder zum Schiedsrichten. Mal schauen. Vielleicht, wenn ich im Hotel, gutes Internet habe. Weiß man ja nicht. Vielleicht, das ist nur eine ganz, ganz vage Aussage, mache ich vielleicht einen Livestream, wo ich mich einfach vor die Webcam setze und ein bisschen mit euch rede. Aber das geht nur, wenn ich Zeit und Muße habe. Das Internet im Hotel passt, das ist nur eine Idee. Bitte nehmt das nicht als Ankündigung für irgendwas. Aber vielleicht gönne ich mir auch einfach mal die 5 Tage YouTube-Auszeit. Da mache ich Montag einfach gleich direkt Montagabend alle Thumbnails und Titel fertig. Und dann vielleicht gönne ich mir dann Dienstag bis Freitag einfach mal komplett YouTube frei. Einfach mal um den Kopf frei zu kriegen. Wäre vielleicht keine dumme Sache. Muss ich noch überlegen. Ja, das ist auf jeden Fall alles, was es zur letzter und dieser Woche zu sagen gibt. Ich glaube, sonst gibt es nichts mehr. Also sonst ist YouTube-technisch jetzt nicht viel passiert. Die 3D-Land-Folgen sind jeweils mit Crypticon und Zerlo, die 3. Ich habe da lange Aufnahmesessions mit ihnen gemacht. War sehr cool. Sind ultra interessante Themen besprochen worden. Also schaut da auf jeden Fall mal rein. Da sollte für jeden was dabei sein. Wir sind da sehr wild durch die Themen geswitcht. Und ja. Eine Sache, die letzte Woche noch passiert ist. Ich habe mir für den Switch-Release-Tag, für den 3. März, habe ich mir Urlaub genommen. Ich habe wirklich an dem Freitag habe ich einen Tag Urlaub genommen. Jetzt hoffe ich nur, dass es Amazon nicht verkackt, an dem Freitag die Switch zu liefern. Das kann ja passieren. Weil wenn alles glatt läuft, dann kann ich wirklich den gesamten Freitag nutzen, Unboxings zu machen, Tests für die Switch und auch direkt die ersten EPs aufnehmen. Weil wie gesagt, ich bin sehr hyped auf die Switch und ich möchte euch da einfach den Leuten, die sich die Konsole nicht zu Beginn kaufen, einfach einen guten Einblick geben, ob es sich lohnt oder nicht. Eine Sache plane ich noch, wo ich nicht weiß, ob die zustande kommt, aber ich möchte, wenn mein Dad da mitspielt, ein 1-2-Switch-LP machen, gemeinsam mit meinem Dad. Das wäre ultra cool. Ich habe ihn noch nicht drauf angesprochen, aber das wäre eine nice Sache. Ja. Also, das war alles, was es zu sagen gibt, denke ich, und wir sehen uns dann vermutlich mit einer neuen Live-Aufnahme erst am Samstag wieder. Wie gesagt, Videos ganz normal, also für viele sollte es gar keinen Unterschied machen, aber ja, das ist alles, was es zu sagen gibt. Ich bin jetzt endlich mit Aufnehmen fertig fürs Wochenende. Jetzt nur noch alles schneiden und rendern, dann bin ich durch. Es ist schon fast Arbeit geworden. Krass. Ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Hübi.